Hallo liebe SC Paderborn 07 Fans, ich begrüße euch wieder mal zu einer weiteren Folge Natur pur mit Sven. Ich stehe wieder bei Sven Michel vor der Tür und klingel mal. Ich weiß nicht, was wieder heute auf mich zukommt. Ich lasse mich einfach überraschen. Deswegen schauen wir mal. Heute bellt kein Hund. Beim letzten Mal war der Hund am Bellen. Schauen wir mal. Keiner zu Hause, macht keiner auf. Das ist aber ärgerlich. Ach doch, jetzt sehe ich Bewegung. Guten Tag, Herr Michel. Mein Robert, ja. Hallo. Grüß dich. Wie ist die Lage? Ja, bei mir soweit gut. Ich bin gespannt, ich bin interessiert, wie du mir die Natur heute näher bringen möchtest. Wo fahren wir hin? Nirgends. Wie? Also heute ist auch kein Strohhut da, weil die Sonne strahlt nicht so extrem heute. Ich würde dir heute gerne mal hier zu Hause ein bisschen was zeigen. Ich habe noch ein Projekt hier zu Hause, mit dem würde ich gerne mit dir angehen. Sehr schön. Ja. Muss ich Angst haben oder? Ja, sowieso. Ich brauche halt deine pure Muskelkraft. Na los. Was müssen wir machen? Wo geht's hin? Wir gehen in die Richtung. In die Richtung? Okay. Haus. Dann kriegt auch mal einen kleinen Einblick hier, wie unser Michel wohnt, ne? Ganz genau, ganz genau. Schön idyllisch hier mit Cardboard. Ach, mit guck mal. Allem drum und dran. Oh, oh. Oh. So. Ja. Was haben wir? Mutterboden. Mutterboden. Das sieht ihr. Oh, nee, ne? Das ist deine Aufgabe heute. Was ist das? Pferdemist? Aber das ist Pferdemist, genau. Ja, könnt ihr mal sehen. Zum Glück gibt es immer noch kein Geruchsfernsehen, sondern man riecht das heutzutage alles nicht, aber es ist Pferdescheiße. Mutter Erde, Pferdescheiße. So sieht's aus. Da hinten noch ein bisschen Torf. Ja. Der kommt noch oben drüber, aber okay. Das hier ist deine Hauptaufgabe. Was machen wir damit? Da hinten habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, so wie du das siehst. Das ist mein Hochbeet. Stone Age. Das ja, genau. Okay. Das ist mein Hochbeet und da werden wir. Das ist gleich befüllen und wenn du ein bisschen fix drauf bist heute, dann vielleicht sogar noch ein bisschen mit Pflanzen befüllen. Okay, gut. Aber das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal das alles, was man hier sieht, ja, rüberbringen zu diesem Steinkreis. Ganz genau. Und dann bauen wir ein Hochbeet. Wir bauen ein Hochbeet. Ja los, komm, nicht lange reden. Was muss passieren? Pferdescheiße da rein. Pferdescheiße in die Schubkarre. Ich schippe, du schiebst oder was? Oder wechseln wir uns genau irgendwann mal so ab? Boah, ist das widerlich. Also, wir machen nicht alles rein, weil ein bisschen was würde ich gerne noch später in Wasser auflösen oben drüber. Okay. Weil das. Wo kriegt man denn, hast du ein Pferd? Oder wo kriegt man so viele Pferde? Nee. Mist her, sag ich mal. eBay Kleinanzeigen heutzutage. Ist das echt so? Ja. Also. Was kostet denn da so ein Haufen? Wenn du kannst das Zeug als Pellets im Laden kaufen und dann bezahlst du, keine Ahnung, für 20 Kilo 15 Euro. Ja. Du kannst es aber auch einfach so kaufen und so bei eBay Kleinanzeigen für umsonst fahren. Du musst halt nur ein bisschen Sprit bezahlen. Mhm. Machst du es zum ersten Mal? Ja. Sieht man, ja, ne? Ja, sieht man. Ist nicht so schlimm. So dämlich stelle ich mich jetzt nicht an. Also. Nein, alles gut, alles gut. Ja, reicht erstmal. Reicht? Ja. Nehme ich die Schippe mit? Ja, nimm die mal mit. Ja, nehme ich mit. Ich nehme mal meine Schippe mit. Was wir hier gebaut haben. Oh, was hast du denn da? Ach, das ist eine Rampe. Hoffentlich funktioniert das. Mal gucken, ob das passt. Was meinst du? Ja, mach mal. Kipp mal. Warte mal, so schwer ist es doch nicht. Oh! Stark, oder? Oh, wenn das der Trainer sieht. Aber mit der Erde wird schwierig. Oh, ist das widerlich. Verteil das hier ein bisschen, ja? Ich finde, du stellst dich ganz schön an. Ja, machen wir gleich, komm. Ja? Geht weiter. Jetzt geht immer hin und her. Ja. Warum muss das denn ein Hochbeet sein? Was willst du denn machen? Es gibt doch auch ein normales Beet. Ja, aber ist doch viel schöner. Um Kräuter zu pflanzen. Ach, das ist eine optische Geschichte? Nee. Oder hat das auch noch irgendwelche anderen Bewandtnisse, wenn man so ein Hochbeet macht? Ja, du kannst halt, also wenn du ein Hochbeet nimmst, hast du es halt einfacher, hier solche Sachen reinzufüllen. Sonst musst du halt erstmal in die Tiefe ausschachten, ne? Oder? Ja, weiß ich nicht. Ist das die logische Erklärung dafür? Oder ja, bist du da jetzt? Für mich ist das ganz klar. Also. Und weiter geht's. Ey, das sind mindestens 10 Schubkarren. Was? Ja. Glaubst du nicht? Nee. Nee. Nein, aber jetzt nochmal, normal Mutterboden, Dünger ist schon besser, so Naturdünger. Ja, also ich stehe sowieso mehr auf Natur, ne, als auf irgendwas anderes. Deswegen heißt ja diese Sendung auch, ne, Natur pur mit Sven. Ja. Schön.
Ja, ich brauche beim Arbeiten immer Musik. Ist Musik was für dich? Hörst du? Lass mich raten. Ich tippe mal, was du für Musik hörst. Ja, tipp mal. Ich würde jetzt sagen, wirklich, das war nicht böse gemeint oder so, aber so Metal? Nee, gar nicht? Also, ich höre echt vieles, ne? Also, auch querbeet, ja. Aber Metal absolut gar nicht. Das ist mir krass, hätte ich jetzt gedacht, so Tätowierungen, ja, in die wow. Kurzen Haare. Ja, wow. Dann so deine Art. Nee. Meine Art ist Metal, oder was? Deine Art ist mega Metal. Nein, nein, also ich höre alles, also querbeet. Nur, ich höre auch Rock, aber. Ja. Ja, aber querbeet sagt ja immer jeder, ne? Sagen wir mal so. Hast du einen Lieblingskünstler, eine Lieblingskünstlerin, ein Lieblingsband? Nein. Echt nicht? Dann hörst du den ganzen Tag nur Radio? Ich höre viel Radio, ja. Aber WDR 4, ne? Oder 1 live? Weder noch. Weder noch. Ich höre gerne, kennst du Sunshine Live? Ja. Das höre ich gerne. Das ist doch Techno. Ja. Oder Rave. Techno House. Höre ich auch gerne. Vor allen Dingen vor Spielen. Dort ist ja, als ich in deinem Alter war, habe ich das auch noch gehört. Das ist geil. Hopp. Das ist kein Scherz. Lass uns lieber über Hochbeete sprechen. Ja. Vielleicht guckt ja einer aus der Hochbeet-Gesellschaft zu und sagt, Mensch, das ist aber ein tolles Hochbeet. Ja. Da muss ich aber mal noch vorbeifahren. Kann da muss ich mir mal genau angucken. Kann auch sein, dass die denken, Alter, Benni, der hat ja gar keine Ahnung. Was macht der da? Was? Du hast keine Ahnung? Das glaube ich nicht. Das würde dir doch keiner unterstellen. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen großen Haufen gesehen. So einen großen Haufen Scheiße, ne? Das hast du jetzt gesagt. So, jetzt kommt da Mutterboden drauf. Da kommt Mutterboden drauf. Das geht doch ratzfatz hier. Ja. Ja, ja, sau noch mehr. Das meckert mich immer an. Hast du eigentlich mal jemals ein nettes Wort zu mir gesagt bisher? Ein toller Typ. Ein bisschen gelogen gerade. Nein, merkt man das gar stimmt, nicht. Das stimmt nicht, das habe ich nicht. So mit Komplimenten wirst du nicht gerne um dich. Doch, ne? doch. Wenn sie verdient sind, ja. Ich hab Sollen doch wir das erstmal so lassen? Ja, ich habe doch letztes Mal gesagt, dass wir toll gearbeitet haben mit der Brombeermarmelade und allem. Das hast du doch super gemacht alles. Du hast gepflückt. Hast du das gesagt? Ja. Glaube ich. Also ich, du hast auch, ich weiß, du hast auch in, einem, gesagt nicht. In einem Tempo gepflückt. Ja. Also Wahnsinn! Zeitlupe ist ein Scheiß Wahnsinn. Dagegen. Die Folie, die da drumherum ist. Also ihr habt hier so einen Zaun gemacht mit einem Steinkreis. Habt genau. Dann Folie, aber nur innen gemacht. Ne? Ja. Gehe ich mal davon aus, die ist dafür, damit dieser Sand und der Pferdemist nicht, wenn es regnet, außen durchkommt. Ne. Wie, ne? Also ja. Ja, also auch. Auch. Und halt, dass von unten kein Gras mehr außen, dazwischen die Steine wächst. Unkraut? Ja. Ah. Also natürlich, damit das ganze Zeug nicht dazwischen fällt. Ja. Ja, sowohl als auch. Also war ich 50%, so habe ich recht gehabt. Mehr sogar. Gut, stark. Sag mal, muss das bis oben zum Rand hin? Ja. Ist noch der eine oder andere Karre, ne? Ja. Hast du gerade wieder irgendwelche Floskeln zu den Fans gemacht? Nein. Nur gesagt, dass du für ein toller, sympathischer Typ bist. Ironie, ich mag Ironie. Wie sehr ich dich mag, dass du für ein toller Stürmer bist. Menschlich. Totale Null. Ganz vorne dabei. Spielst du auch sowas wie Computerspiele und so? Schon gerne, so ein ja. FIFA-Zocker? Nee, gar nicht. Gar nicht? Also ich habe ja von FIFA 2, wie heißen sie? Ultimate-Karten bekommen. Ja. Letzte Saison. Und das sind diese Karten, wo, wenn man ganz besonders toll gewesen ist, wenn man das ein oder andere Tor in einem Spiel mehr gemacht hat, dann kriegt man so eine Auszeichnung. Eine Auszeichnung. Und mit der Auszeichnung kriegt man normalerweise auch einen Gutschein für so ein Spiel. Also das heißt, ich hätte mir zwei Spiele holen können. Ja. Selbst die habe ich mir nicht geholt. Weil von ich EA Sports? Yes. Ah. Aber da ich überhaupt gar kein FIFA spiele. Aber dann zockst du denn generell was anderes dann? Ja, ich bin eher so der... Ja. Adventure? Rollenspiele? Also Rollenspiele habe ich
ziemlich lange sehr viel gespielt. Ich weiß nicht, WoW, ob der das was sagt. Ja. Oh, da war World of Warcraft. Hab ich viel Zeit unterbracht, aber. Das kennt wahrscheinlich jeder Fortnite. Nee, das kenne ich nämlich nicht. Und ich habe gehofft, dass du das sagst, weil irgendwie alle Fußballer dieses Spiel auf einmal spielen. Das heißt auf einmal. Wie lange gibt's das denn schon? Oh, es gibt schon länger jetzt. Und hast du da auch einen Namen? Ich habe auch einen Namen, ja. Verrätst du den? Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen SC Paderborn-Fan, der mit dir zusammen aus dem Bus, welcher an irgendeinen Luftballon angehangen ist, rausspringen möchte. Ich spiele das Spiel auf zwei Konsolen und habe eigentlich auf beiden Konsolen denselben Namen. Einmal Kokoswerfer. Kokoswerfer? Kokoswerfer, das ist mein Name. Ich frage jetzt nicht, warum. Nö, da gibt es auch keinen. Gibt es keine Erklärung für? Keine Erklärung für den Spielnamen habe ich schon ewig und drei Tage. Man baut sich ja auch gleich so ein großes Hochbeet. Ja. Ja. Genau so ist es. Ja. Da soll ja auch viel rein, ne? Was machst du da so rein? Also Kräuter, Blumen oder? Nein, also eigentlich immer nur, was auch ein bisschen was an der Draht gibt, Blumen. Die stehen mir so in der Ecke. Also Kräuter, die ich, was weiß ich, Minzen, verschiedene. Da kommen jetzt keine Tomaten rein oder sowas, sondern mehr oder weniger nur Kräuter. Also von Koriander, Wermut, Salbei, alles Mögliche. Als wenn er seinem Leben noch nie etwas anderes gemacht hätte. Ja, weißt du, da war ich so froh, dass wir jetzt mal zu Mutter Wohnung gebracht haben. Jetzt schütten wir hier noch mehr rein. Also Leute, wenn ihr jemanden braucht, der euch hilft, ne? Der Robert, der macht das so gerne. Der macht das sogar für lau. Ruft ihn einfach an, der kommt. Der kommt bei euch zu Hause vorbei, ich sag's euch. Hättest du da nicht so einen Betonmischer holen können? Ja, ja, klar. Na klar. Das wäre ja rein theoretisch. Ich nicht selber drauf gekommen bin. Ja. Wie blöde von mir. Das reicht doch, oder? Fast. Nein, er ist ganz gründlich. Das hat er mir vorhin schon erzählt. Ich muss sagen, er nervt mich selber ein bisschen. Ne? Er ist einer der gründlichsten Menschen, die es gibt. Selbst seine Frau würde das manchmal aufregen. Herr Michael meint es immer ganz genau. Ja, das Problem ist, wenn ich was mache, dann mache ich nicht halb. Dann mache ich es auch richtig, ganz und dann auch komplett vernünftig. Da kannst du ja vom Glück reden, dass wir gesagt haben, wir lassen das Sportliche in diesem Format mal außen vor. So viel zum Thema Sprüche, mein Freund. Ja, ist so richtig. So, jetzt sagst du mir nochmal, warum habe ich den Knopf da drin? Die Zuschauer auch wissen. Ja, damit die Feuchtigkeit, wenn du am Gießen bist, da drin besser gespeichert wird und nicht durch den sandigen Mutterboden direkt versickert oder verschwindet. Wow! Hey. Jetzt würde ich ja gerne mal die Stelle raussuchen, in der du es erklärt hast. Wenn es regnet oder ich gieße, versickert das nicht alles direkt, sondern speichert. Das hält gespeichert. Das auch ein bisschen. Ganz genau. Ich glaube, du hast eine Minute dafür gebraucht. Ich habe das in einem Satz erklärt. Ja gut, ich habe es dir aber auch zum dritten Mal erklärt, wo die Kamera aus war. Komm, wir gehen. So, liebe SC Paderborn-Fans, wie ihr gerade gesehen habt, wir haben es geschafft, wir sind fertig geworden, wir haben ein Hochbeet gebaut. Ich fasse noch mal kurz zusammen, man macht sich einen Steinkreis, macht drumherum ein bisschen Folie, damit... Ja, wenn du das so ausdrückst, hört sich an wie, ja, machen wir mal eben. Ja, kann man ja kaufen oder macht man sich auch selber, ist ja auch egal, es geht ja nur ums Befüllen. Auf jeden Fall, man braucht ein Gefäß, wo man das Ganze machen kann. Da macht man drumherum ein bisschen Folie, damit nämlich genau das Wasser und das Unkraut nicht da durchkommt. Und dann geht es unten los mit Pferdemist. Mutterboden. Mutterboden, ja. Ja. Gerade eben noch mal kurz. Ja, weil ich dachte Mutter Erde und er sagte Mutter Erde, wer geht denn ins Geschäft und sagt, ich hätte gerne Mutter Erde. Ja. Dann gucken die einen blöd an, also Mutterboden. Genau. Und danach mischt man noch für oben, für die Oberfläche noch ein bisschen Torf mit der Mutter Erde, damit die Feuchtigkeit mit dem Mutterboden, damit die Feuchtigkeit weiterhin vorhanden ist. Und dann wäre das Ganze fertig zum Bepflanzen. Das schaffen wir heute leider nicht mehr, weil ihr seht, es ist dunkel geworden. Wir haben ein bisschen lange gebraucht, wenn es nicht der
schnellste, aber das wissen wir ja nun mal alle. Von daher. Also wie gesagt, ich habe euch angeboten, wenn ihr nie fertig werden wollt, holt ihn euch. Ja. Alles klar. Wir würden uns freuen, wenn ihr noch mal in der nächsten Show einschaltet und dann gucken wir mal, was wir uns da Tolles ausdenken. Definitiv. Also ich habe noch so die eine oder andere Überraschung habe ich für dich noch. Ja. Haben wir eben angedeutet, aber ja. Und irgendwann sollte ich meine Sozialstunden auch abgearbeitet haben. Nee. Alles klar. Bei so einem Typen, das dauert ewig, bis du die abgearbeitet hast. Danke, ich hab dich auch lieb. In diesem Sinne, alles Gute, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.